Es gibt Probleme, die wir bewältigen. Das ist großartig. Und dabei werde ich euch heute auch helfen, wo immer nur es geht. Denn da gibt es viele Kniffe und viele Geheimnisse, wie wir bestimmte Probleme bewältigen, die wir mit normaler Therapie oder normaler Beratungsmethoden, Coaching und so nicht bewältigen können. Da gibt es viele, viele Tricks und Kniffe und Prinzipien, wenn wir die anwenden. Das ist so, als ob du, ich sage mal das Beispiel, stell dir vor, du stehst vor einer verschlossenen Tür. Das kennt ihr wahrscheinlich. Und stell dir vor, dein Leben lang hast du gedrückt. Ja, wir sind gewohnt, uns anzustrengen. Ja, wir sind gewohnt, Willenskraft einzusetzen. Und das heißt, wir sind immer am Drücken. Ja, könnt ihr euch das vorstellen? Drücken, drücken, drücken. Aber es heißt ja immer so schön, das Königreich Gottes ist in dir. Oder Meditation bedeutet innere Einkehrung. Innere Einkehr bedeutet Versenkung, bedeutet nach innen zu gehen. Und plötzlich stellst du fest, ey, die verdammte Tür, die geht nach innen aus, auf. Ich habe mein Leben lang gedrückt, 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 gedrückt. Und alles, was ich falsch gemacht habe, ist so simpel, ich muss einfach ziehen. Das ist alles. Kannst du dir das vorstellen, dass selbst manche deiner größten Probleme sich so einfach lösen lassen, dass du es dir nicht vorstellen kannst? Dass es sogar richtig peinlich ist, dass du denkst, um Gottes Willen, wie konnte ich so lange mit dieser vielleicht sogar psychischen Störung oder Neurose oder mit diesem selbstzerstörerischen Verhalten, mit dieser Blockade, wie konnte ich mein Leben lang damit durch die Gegend rennen? Und es ist so banal. Aber weißt du, das ist mit allem im Leben so. Stell dir vor, du hast einen Fernseher und das Netzkabel ist nicht eingesteckt. Ist das ein großes Problem? Ist der Fernseher kaputt? Bist du unfähig? Ist das Leben ungerecht und gegen dich? Nein, du musst das fucking Kabel einstecken. Das ist alles. Versteht ihr? Und so ist es mit ganz vielen Problemen. Die sind nicht schwierig. Aber du musst wissen, wie. Ja, also, das heißt, ich will euch sagen, ich hatte einen Arsch voller Probleme. Die habe ich aber so gut wie allesamt gelöst. Was jetzt auf mich wartet, weiß man natürlich nie. Man weiß nie, was um die Ecke ist. Es gibt auch kollektive Themen. Und das heißt, wenn wir mit den persönlichen Themen durch sind, ist es nicht so, dass wir fertig sind und sagen, okay, das war's, sondern dann kommen die kollektiven Traumata. Okay, könnt ihr euch das vorstellen? Denn du als Frau bist traumatisiert, nicht nur aus deiner Geschichte, sondern aus der Menschheitsgeschichte und aus dem, was momentan immer noch auf diesem Planeten passiert. Ja, ihr kennt das immer noch mit Beschneidung zum Beispiel. Es werden immer noch Millionen von Frauen jedes Jahr beschnitten. Und auch wenn wir das, je größer unser Bewusstsein wird, plötzlich spüren wir das. Wir spüren den Schmerz von jemandem, der irgendwo in Indonesien ist, irgendwo in Afrika ist, irgendwo in Argentinien ist. Und wir spüren es hier. Aber nur, wenn unser Bewusstsein entsprechend ausgedehnt ist und unsere Sensorien entsprechend fein geworden sind. Und natürlich nur in dem Maße, wo wir unsere eigenen Themen bewältigt haben, kann sich unser Bewusstsein ausdehnen. Weil sonst, kennt ihr das, sind wir verstrickt mit unseren eigenen Themen und wir drehen uns immer um uns selbst, oder? Kennt ihr das? Wir drehen uns um uns selbst. So, also das heißt, wenn du aufhörst, dich um dich selbst zu drehen, bedeutet das nicht, dass es keine Probleme mehr gibt, sondern es bedeutet, dass deine Probleme nicht mehr persönlich sind. Okay? Und das ist zum Beispiel, was ein Bodhisattva macht. Ein Bodhisattva ist jemand, der erwacht ist und sich dann für das Wohl der Menschheit zur Verfügung stellt. Dann sagt mal, welches Thema wir heute für unsere geführte Meditation nehmen wollen. Geht mal in euch und schreibt mir bitte in den Chat hinein, was ihr euch als Themen wünscht. Einiges haben wir schon. Die Tür nach innen öffnen. Echte Nähe zulassen, ja gut, das ist, so heißt ja unser Webinar am 3. Mai. Da könnt ihr euch ab sofort anmelden. Ein ganzer Tag mit mir zum Thema echte Nähe. 3. Mai. Machen wir das doch. Das ist mal was Neues. Die Tür geht nach innen auf. Was denkt ihr? Finde ich auch gut. Finden Sie gut? Ich finde. Yes.
Okay, Ja. mach es dir bequem. Setz dich aufrecht. Und dennoch entspannt hin. Wenn du magst, kannst du dich auch hinlegen. Schau, dass möglichst nichts überkreuzt ist. Und lass auch deinen Atem frei durch deinen Körper zirkulieren. Schau mal, wie das ist, wenn du durch dein Atmen all deine Körperzellen näherst. Als ob du über deinen Atem deinen Zellen Aufmerksamkeit schenkst und schickst. Es ist wie in der Schule. Alle Kinder wollen Aufmerksamkeit. Und so ist es mit deinem Körper auch. So ist es auch mit deinen Zellen. Alle deine Zellen wünschen sich deine Mindfulness, deine Achtsamkeit, deine Aufmerksamkeit. Unser Thema für die gemeinsame geführte Meditation lautet: Die Tür geht nach innen auf. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass es eine unfassbar gute Nachricht ist. So gut, wie sie sich dein Verstand gar nicht vorstellen kann. Denn es bedeutet, dass all das, wonach du dich im tiefsten sehnst, dich endlich nicht mehr anstrengen zu müssen, endlich nicht mehr alles im Auge und unter Kontrolle haben zu müssen, endlich nicht mehr immer skeptisch und auf der Hut sein zu müssen. Endlich nicht mehr alles selbst machen zu müssen und für alles die Verantwortung zu tragen, dass diese Wünsche in Erfüllung gehen. Dass all die Dinge, wo du das Gefühl hattest, du hast versagt, du bist unfähig, du kannst deine Blockaden nicht lösen. Du kannst deine Komfortzone nicht verlassen. Du kannst deine Grenzen nicht sprengen. Dass du erkennst, dass das nie deine Aufgabe war. Die gute Nachricht ist, dass die ganze Verzweiflung, die ganze scheinbare Hilflosigkeit nur daher rührt, dass du immer gegen die Tür gedrückt hast. Verzweifelt, frustriert, bemüht. Und als dass all das gar nicht notwendig ist. Stell es dir so vor, die ganze Existenzangst, die du spürst, der ganze Stress, den du empfindest, das Kopfzerbrechen, die Einschlafstörung, all diese Sachen sind nur ein Effekt davon, dass du so etwas bist wie ein verdrehtes Handtuch. Und als dieses verdrehte Handtuch stehst du unter Spannung. Und immer wenn du denkst, dass du all das lösen musst und schaffen musst, dann drückst du gegen die Tür oder im Sinne des Handtuchs. Das Handtuch verdreht sich noch mehr.
Und der Verstand hat immer Angst. Wenn der Verstand hört, loslassen, dann denkt der Verstand immer, oh Gott, alles wird mir genommen. Ich habe nichts mehr. Aber die Antwort ist, ich habe schon alles. Und mein eigentliches Problem ist, dass ich das nicht sehe und vergessen habe und mir nicht vorstellen kann, so wie Adam und Eva, die ehrlich geglaubt haben, sie seien aus dem Paradies geflogen, dass das nur ein schlechter Traum ist. Dass Adam und Eva nie das Paradies verlassen haben, aber sie haben, während sie im Albtraum, während sie im Paradies liegen, haben sie Albträume. Und so ist es auch mit dir. All die Dinge, wo du denkst, du bist unfähig. Wieso kannst du deine Probleme nicht lösen? Wieso weißt du nicht, was du willst? Wieso weißt du nicht, wer du bist? Wieso fühlst du dich so gehemmt, so gestresst? All diese Dinge kommen nur dadurch zustande, dass du so dieses verdrehte Handtuch bist. Das verdrehte Handtuch kommt durchs Drücken gegen die Tür. Und plötzlich merkst du, loslassen bedeutet, dir zu erlauben, dich zu befreien. Aber du musst wissen, dass all das, wonach deine Seele und dein Innerstes sich sehnt, für deinen konditionierten Verstand eine Katastrophe ist. Dein konditionierter Verstand wird dir auch die nächsten Jahre immer noch sagen, du musst gegen die Tür drücken, du musst drücken, auch wenn du schon längst weißt, dass es idiotisch ist, weil die Tür nach innen aufgeht, wird es da immer noch die Stimme des Verstandes geben, auch noch wahrscheinlich über Jahre, die sagt, du musst drücken, 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 drücken. Warum? Weil alle Welt drückt. Guck in ein Internetforum, dort steht, du musst drücken. Surf einmal auf YouTube, dort steht, du musst super stark drücken. Frag deine Eltern, die werden sagen, ey, du musst drücken. Und bekomm mal ein Gefühl für meine Worte. Gibt es ein Gefühl in dir, egal wie leise diese Ahnung ist, dass der Marc recht haben könnte? Dass es alles viel einfacher sein könnte, als du dir je erträumt hast. Wie oft hast du dir gewünscht, ich hätte gerne, dass es endlich mal nicht so anstrengend ist. Aber hast du es dir erlaubt? Warst du deinem Wunsch treu und hast gesagt, ja? Ich erzähle dir eine Geschichte. Es war 2003. Da war ich in Wien und ich saß, ich hatte mir da schon ein gutes Leben manifestiert. Ich saß auf meiner Veranda an meinem Pool mit meinem Kaffee in der Sonne, wie jeden Morgen. War bereits geschieden und Single, glücklicher Single. Und ich saß an meinem Pool und plötzlich kam ein Gedanke und der sagte, Marc, was wäre, wenn jeder Tag wie Urlaub wäre. Mein Verstand hat sich natürlich sofort eingeschaltet. Also du merkst, das war Inspiration. Inspiration von meinem Herzen, von meiner Seele, die da gesprochen hat. Ein Gedanke aus dem Nichts, der sagt, hey, wach auf. Das Leben kann sein wie Urlaub. Jeder Tag. Das Leben kann eine Feier sein. Der Verstand hat gesagt, ey, das geht doch nicht, es ist unmöglich. Und etwas in mir hat gesagt, ich baue jetzt um diesen Gedanken so einen Zaun, wie man um einen
frisch gepflanzten Baum baut. Wo man sagt, dieser Baum ist noch so zart, der soll jetzt nicht von dem Wild angeknabbert werden und sofort zerstört. Ich baue jetzt um meinen inspirierten Gedanken einen Zaun und sage so, ich lasse jetzt nicht mehr zu, dass dieser Gedanke zerstört wird, weil der fühlt sich so gut an. Das ist, was ich meine. Wenn wir denken, die Tür geht nach außen heraus auf, dann denken wir, von nichts kommt nichts. Wir denken, das Leben ist kein Ponyhof. Wir denken, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. All diese Sachen. Wenn wir sagen, die Tür geht nach innen auf, dann bedeutet das, wir hören auf die Botschaften unserer Seele. Wie heißt es so schön, das Göttliche spricht mit uns in der Stille. Und diese Stille ist eben so unspektakulär. Ist vollkommen selbstverständlich. Ist vollkommen einfach und simpel. So simpel, dass jedes Baby weiß, was Stille ist, was Glück ist, was Liebe ist. Du denkst, du musst dich anstrengen, um die Liebe zu finden oder beziehungsfähig zu werden. Wertschätzung bekommen. Erfolgreich sein und du musst dir da all das erkämpfen. Das bedeutet, du glaubst, die Tür geht nach außen auf. In der ganzen Zeit will das Leben das Füllhorn über dir ausschütten, aber mit deiner Anstrengung hast du den Regenschirm aufgespannt. Du sagst, nein, ich will es allein schaffen. Ich muss es allein schaffen. Die Tür geht nach innen auf, bedeutet auch, wenn du authentisch bist und dir eingestehst, was wirklich deine wahren Bedürfnisse sind und was wirklich zählt im Leben, dann hast du die ganze Existenz hinter dir. Das ganze Universum unterstützt dich und es ist wie in dem Film Blues Brothers, dann bist du im Namen des Herrn unterwegs. Oder du sagst, ich muss es alleine machen, dann drückst du gegen die verdammte Tür. Das heißt, es ist ein Erlauben. Es ist eine Form, wenn die Tür nach innen aufgehen darf, ist das eine Form von Urvertrauen. Etwas, was manche Menschen im Leben gar nicht anders kennen. Weil die Eltern hinter ihnen standen, weil die Lehrer sie ermutigt haben, weil die anderen Kinder echte Freunde waren. Für diese Menschen ist es oft viel einfacher, sich einfach lieben zu lassen. Wenn wir denken, die Tür geht nach außen auf, dann denken wir immer, wir müssen uns gegen das Leben behaupten. Dir geschieht nach deinem Glauben. Wenn du glaubst, das Leben ist gegen dich und du musst es bezwingen, dann wird es so sein. Dir geschieht nach deinem Glauben. Wenn du sagst, das Leben unterstützt mich, das Leben ist mein Rückenwind, dann wird es so sein. Aber es reicht nicht, dass du das nur einmal in einem Augenblick denkst und sagst, ach, es ist Freitag, 20:23 Uhr. Schöner Gedanke. Es bedeutet, dass du diesen Gedanken aufsaugst, inhalierst, dass du entscheidest, ja, nichts anderes will ich mehr glauben. Ab sofort.
Und es ist es wert, weil du weißt, wie anstrengend das andere ist, wie nervenaufreibend dein bisheriges Leben war, gegen diese Tür zu drücken. Wenn du merkst, du bist es leid, Halleluja, lass es zu, sagst ja, ich bin es leid, ich habe keinen Bock mehr. Das ist positiv, das ist intelligent. Wenn jemand, der sein Leben lang gegen die Tür gedrückt hat, sagt, ich habe keinen Bock mehr, ist er nur noch 10 Sekunden davon entfernt, herauszufinden, dass die Tür nach innen aufgeht. Lass es zu. Lass es zu, dass du sagst, es muss einen einfachen Weg geben. Einen natürlichen Weg, einen menschlichen Weg. Das, was ich bisher kenne, das ist unmenschlich. Das ist herzlos. Das will ich nicht. Mich verbiegen, mich verkaufen, mich anstrengen, mich verausgaben, ich will es nicht. Und dein Verstand wird sagen, ey, wenn du das nicht willst, dann wird nichts mehr gehen. Glaub mir, du bist 10 Sekunden davon entfernt zu erkennen, dass die Tür nach innen aufgeht. Aber es gibt nur einen Menschen, der dich retten kann, und das bist du selbst. Der Markt, der hier spricht, ist nur dein Sprachrohr, der dich ermutigt, diesen Schritt zu gehen, von dem du selbst weißt, dass er richtig ist. Die Tür geht nach innen auf. So einfach. Gewusst wie.